So, herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt. Ich habe hier das kleine Spiel Recipe for Disaster. Das habe ich vom Entwickler zur Verfügung gestellt bekommen und dachte mir, wir schauen da gemeinsam mal rein, was uns das Spiel bringt und bieten kann. Ich muss ehrlich dazu sagen, ich habe vorher noch nichts angespielt. Ich starte das Spiel mit euch direkt. Wen es interessiert, das Spiel wurde entwickelt von Upper Penguin Studios oder Penguin Studios. Der Herausgeber ist Kasedo Games. Für PC ist im Early Access aktuell verfügbar zu einem Preis von 16,99 €. Wer da Interesse hat, ich werde auf jeden Fall mal einen Link mit in die Beschreibung packen, könnt ihr es euch gerne mal angucken. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, wir schauen gemeinsam mal in das Spiel rein. Es ist auf gut Deutsch ein Restaurant-Simulator. Soll sehr komplex sein, auch mit Gesundheitsamt und so weiter. Und ich denke, wir gucken uns das mal an und wenn es euch gefällt, könnten da vielleicht mal mehr Folgen draus werden. Wie gesagt, wenn ihr die Entwickler oder so auch unterstützen möchtet oder Feedback da lassen wollt, hier auf der Seite könnt ihr auch Feedback abgeben, könnt auch dem Discord dann beitreten, wie ihr möchtet. Aber als erstes gehen wir jetzt mal hier oben auf Charakter erstellen und machen uns mal einen kleinen Charakter. Den nennen wir doch jetzt einfach mal BSG. Dann können wir hier mit den Pfeiltasten die Körper hin und her wechseln. Wir sind männlich, Hautfarbe. Machen wir mal so. Frisur würde ich jetzt eher so in so ein Blond gehen. Gucken wir mal, was wir hier auswählen können. Dann nehmen wir mal so. Ja, Bart auf jeden Fall. Ja, das ist ein bisschen zu viel. So ein bisschen was Dezenteres? Ne, dann nehmen wir den Vollbart hier. Nehmen wir auch so ein bisschen blond. Hut. Brauchen wir einen Hut? Ne, wir nehmen keinen Hut. Aber jetzt hat er mir meine Frisur wieder weggenommen. Machen wir so. Oberkörperanzug. Daunenjacke. Ich glaube, wir sind ein bisschen lockerer unterwegs, oder? Das Ganze vielleicht ein bisschen dunkler. Dann nehmen wir die Beine, Anzug, Hose, Jeans. Ich glaube, wir nehmen von den Jeans eine schöne dunkle. Auch mal eine Schürze. Ich würde aktuell mal sagen, wir lassen die Schürze einfach mal weg. Oder? Ja, komm, wir lassen die Schürze erstmal weg. Stiefel lassen wir in so einem Braun. Dann können wir hier mal auf die Fähigkeiten gehen. Wähle die Fähigkeiten für deinen Avatar. Fähigkeitsstufe 2 haben wir 2 Punkte, wie es ausschaut. Fähigkeitsstufe 3 haben wir 1 Punkt. So, was können wir denn? Also ich würde mal fast sagen, wir können kochen und grillen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Gut, Sauberkeit ist in dem Restaurant natürlich hochgeschrieben, aber Charisma wäre, glaube ich, auch nicht ganz schlecht. Komm, nehmen wir mal Charisma mit rein. Dann die Züge, Eigenschaften auswählen. Können wir 2 machen. Muntert Menschen in der Nähe auf. Finde ich, glaube ich, ganz gut. Ah, Erfahrung halt plus 25. Genial, weil Hochstufen ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Komm, das machen wir auch. Ich glaube, die 2 passen ganz gut zu uns. Und dann können wir doch eigentlich auf... Was? Keine Leistungsfähigkeit ausgewählt. Ach, keine Lieblingsfähigkeit ausgewählt, oder wie war das?
Aber wir haben doch alle Fähigkeiten ausgewählt hier. Eine Lieblingsfähigkeit. Und wo wähle ich das aus, bitte? Ach, hier. Lieblingsfähigkeit. Würde ich vielleicht das hier nehmen? Was mögen wir denn gar nicht? Ja gut, wer mag sauber machen? Das muss man zwar machen, aber mag man nicht unbedingt, oder? Obwohl. Komm, wir machen so. Wir mögen die Arbeitsplatte einfach nicht. Ganz einfach. Haben wir alles ausgewählt? Gehen wir mal auf Speichern. Dann gehen wir auf Zurück. Dann haben wir hier oben unseren Charakter drin und können jetzt hier einfach auf neues Spiel gehen. Tutorial, die Grundlagen, Kampagne, Ansichten eines Kochs, freies Spiel. Ein Tutorial wäre vielleicht von Anfang gar nicht verkehrt, dass man mal ein bisschen Einblick hat, wie das funktioniert. Sollen wir es zum Anfang machen? Komm, wir machen zum Anfang mal das Tutorial. Allgemeines oder erweitertes? Komm, wir schauen einfach mal beim Allgemeinen rein. Bin sehr gespannt, was das Spiel uns bietet. Der erste Schritt zur Perf. Ja, du. Okay. Der große Tag ist da. Ist die Gastronomie wirklich deine Berufung? Der Druck wird groß sein. Doch du wirst hoffentlich damit umgehen können. Klicke und ziehe an diesem Menü, um es zu verschieben. Okay. WASD. Gut, haben wir auch. Q und E ist auch ganz normal. Das passt. Wenn der Sound irgendwie zu laut ist, schreit's gerne rein. So, dann haben wir jetzt hier Baummodus. Hier sieht es schrecklich aus. Bringe erst einmal den Müll raus, indem du ihn auswählst und entsorgst, genau wie diese völlig deplatzierte Wand in der Mitte. Oben in der Benutzeroberfläche findest du mehrere Werkzeuge. Du kannst Wände mit Z vorübergehend ausblenden, falls du den Überblick bewahren möchtest. Okay, ich soll den Müll erstmal rausbringen. Ah, das machen wir schön mit links und rechtsklick, meine ich. Und dann können wir es auswählen. Müll ist schon mal draußen. Und diese Wand hier muss weg, hat es geheißen. Wand bauen, Wand färben, Fußboden färben, abreißen. Also einfach die Mülltonne. Und wir kriegen sogar Geld zurück. Okay, das ist cool. Ich glaube, das sollte man vorsichtshalber wieder abwählen. Nicht, dass wir hier aus Versehen was anderes löschen. Dann können wir hier weitermachen. Jetzt, wo es hier nicht mehr so eklig ist, können wir mit der Arbeit beginnen. Öffne das Baumenü, siehst du das Stuhlsymbol. Das ist der Möbelreiter. Der Reiter mit dem Herzsymbol ist der Gerätereiter. Platzieren wir einige Tische und Stühle für die Gäste. Schieben wir es mal auf die Seite. Das war... Achso, jetzt habe ich es natürlich wieder hier oben drüber gepackt. Ach, der Stuhlreiter, der ist hier. So, gehen wir mal ein bisschen weiter hin. Die Wand lassen wir weg. Tische. Gebrauchte Tische, ja, das ist die Frage. Wo haben wir eigentlich unser Geld stehen? Haben wir überhaupt Geld? Das ist eine gute Frage, ne? Überblende ich hier irgendwas? Nö, aber ich sehe jetzt hier eigentlich auch nirgendwo, ob wir Geld hätten. Zumindest wird es aktuell nicht angezeigt. Ah, doch, hier unten jetzt hat. Ah, 2015. Schmutz, 25 Grad, kann Feuer fangen. Aber wir sollten halt momentan nicht unbedingt viel Geld dafür ausgeben, finde ich. Wie sieht denn dieser gewöhnliche Tisch aus? Ich glaube, das sieht ganz edel aus. Ein Tisch mit Stühlen.
Dann nehmen wir aber auch einen gewöhnlich italienischen Stuhl. Gut, ist ja eigentlich bloß fürs Tutorial. Machen wir mal weiter. Eine Fritteuse ist ein gutes Gerät für den Anfang. Beim Platzieren eines Objekts kannst du es drehen mit R. Gut, eine Fritteuse, dann machen wir das mal. Die kostet 250. Uiuiui. Unsere Küche ist auch sehr mager ausgestattet, wenn ich es mal so sagen darf. Aber wir können es mit R drehen. Also packen wir die dahin. Siehst du das Pinselsymbol im Baumenü? Das ist der Dekoreiter. Deine Gäste fühlen sich sicher wohler, wenn ihre Tische von hübschen Gemälden und frischen Blumen umgeben sind und nicht von Fritteusen, die überall heißes Öl verteilen. Der Dekoreiter. Pinsel, wo ist mein Pinsel? Meinen die jetzt den hier oben? Nee, das kann ja nicht sein, weil das ist ja zum Streichen. Die Bilder sind ja eigentlich der da hier. Das ist der Dekoreiter, oder? Aber wenn es heißt, mit Bildern und sowas umgeben zu sein, dann gehe ich schwer davon aus, dass das hier gemeint war. Platziere ein Deko-Objekt. Wisst ihr was? Wir stellen einfach mal so eine Tischvase hin, also waren wir definitiv im richtigen Reiter. Machen wir mal weiter. Das gelbe Sternsymbol oben rechts ist das Ambiente-Overlay. Es zeigt dir, wie ansprechend oder ekelerregend verschiedene Bereiche deines Restaurants sind. Je grüner der Farbton, desto besser die Stimmung. Ja, okay, dann ist da das Klo also nicht so angenehm, wenn ich das mal so sagen darf. Du benötigst Zutaten, um deine Gerichte zu bereiten und dein Lager ist aktuell ziemlich leer. Klicke auf das Lebensmittel-Lagersymbol ganz unten und fordere eine Lieferung einiger Zutaten an. Ganz unten. Lebensmittel-Lagersymbol ganz unten. Das ist wo? Ach da, warte mal. Personal, Karteneditor, Rezepte, Lebensmittellager. Da haben wir es doch. Bestelle 10 Hähnchenflügel. Tun wir doch einfach mal. Aber habe ich das so schon bestellt? Nein, noch, oder? Okay, anscheinend schon. Wenn es dir anscheinend ausgewählt ist, dann funktioniert das anscheinend. Du willst dir nicht den ganzen Tag Zutaten ansehen. Du kannst alle Menüs jederzeit über das X-Symbol oben rechts schließen. Okay. Erledigt. Es ist an der Zeit, das Restaurant zu öffnen. Klicke auf die Schaltfläche Öffnen oben rechts, wenn du bereit bist. Ah, haben wir hier. Gut, dann wird geöffnet. Siehst du das Porträt ganz oben? Das ist dein Chefkoch. Im Moment bist du alleine, also gewöhn dich daran, alles selbst zu machen. Klicke auf das Porträt, um ihn auszuwählen, oder öffne das Charaktermenü, indem du eine Zusammenfassung aller Fähigkeiten und Gedanken siehst. Fürs Erste ist der Chefkoch alleine und glaub mir, du willst nicht jede noch so kleine Aufgabe manuell einstellen. Zeit für ein wenig Automatisierung. Klicke auf die Geräte und Tische, die du platziert hast, und weise sie mit dem Plus-Symbol dem Chefkoch zu. Jetzt wird er den Job von der KI erledigt. Ah! Zuweisung Arbeitskraft. Zuweisung. Warte mal, da muss ich mal drüber. Aha. Aber wie läuft das jetzt ab? Ich kann den ja hier jetzt so nicht zuweisen, wie es ausschaut, oder? Wenn ich den jetzt hier wegmache und hier einfüge, dann... Oder kann ich das doch beides gleichzeitig machen? Ja, kann ich. Okay.
Ein schmutziges Restaurant macht nicht nur deine Kunden sauer, sondern erhöht auch die Wahrscheinlichkeit von Küchenbränden. Öffne den Reinigungsbereichs-Editor. Das ist, müsste der hier unten sein. Um dein Restaurant zu reinigen, musst du Reinigungsbereiche erstellen. Dazu klicke die Schaltfläche Erstellen grün. Oben in der Mitte des Bildschirms und markiere ein Rechteck auf der Karte. Okay, das kann ich jetzt gleich mal so machen. Sicher willst du, dass dein Team hart arbeitet, aber deine Leute müssen auch gesund bleiben. In den Arbeitskräfteporträts ganz oben siehst du Ausdauerbalken und Pauseschaltflächen einer Arbeitskraft. Lass nicht zu, dass deine Angestellten erschöpft ist, da sonst ihre Leistungsfähigkeit darunter leidet. Bediene zwei Tische, das geht ja wohl schlecht, weil ich habe bloß einen. Kann ich hier auch. Ah, gehe ich einfach hier wieder auf das da. Ausdauer 81, Stress 0 aktuell. Gut. Der hat mir doch gerade angezeigt, ich soll Zutaten bestellen, oder? Aber genau, die habe ich ja bloß ausgewählt, aber noch nicht gekauft. Wenn ich jetzt hier einfach mal ein bisschen was auswähle, weiß ja nicht, ob das was bringt. Aber ich habe auf jeden Fall keine Schaltfläche, wie ich sie aktuell sehe, wo ich das angehen kann. Wie geht's denn euch? Sieht man das auch? Liebespeise, Friteuse, Pork Loin, aha. Schokotropfen. Sonic. Wie schaut es mit dir aus? Du möchtest Hühnchenflügel, Salat. Gib mir auf die Nerven. So, dann müsste Tisch 1 gleich bedient sein, oder? Jawohl. Dann können wir wahrscheinlich nicht im laufenden Betrieb hier umbauen, oder? Doch, kann ich. Und dann würde ich nämlich sagen, gibt es jetzt noch einen zweiten Tisch hier. Machen wir mit 4 Stühlen, mal gucken, wie das ausschaut. Und weiterlaufen lassen. Ah, wir haben die Deko vergessen. Moment. Hat ja geheißen, man soll eher hier ein paar Pflanzen haben. Und da gibt es die hier. Und vielleicht machen wir in die Ecke noch was rein. Dann sieht es doch schon mal ein bisschen besser aus. So. Gucken wir mal, ob wieder jemand reinkommt. Das ist eigentlich ganz witzig. Eine 3-Sterne-Bewertung haben wir jetzt gerade bekommen für das. Und anscheinend reicht es wirklich, wenn ich hier unten das einfach aufs Lebensmittellager anklicke und es dann da ist. Ich kann auch hier drauf klicken, okay. Oder drüber gehen, dann sehe ich auch, was da ist. Ja, das passt eigentlich. Ah, hat er gerade Pause gemacht. Ja, um die Ausdauer aufzufüllen. So eigentlich ganz cool.
So, das haben wir erfüllt. Du hast bisher alles richtig gemacht. Also bist du bereit für eine echte Herausforderung. Es ist an der Zeit zu beweisen, dass du mehr kannst als Nizza und die Technik im Reality TV. Anschein unglückseliger Restaurantbesitzer zuzusehen. Ah, was ist denn das jetzt hier noch für ein Ding? Lea Fernandez. China-Schwein war gut. Muschelfood war gut. War köstlich. War mittelmäßig teuer. Aha, 8 von 10. Das hört sich doch mal nicht schlecht an, oder? Also so eine Art Restaurant-Tester nehme ich mal jetzt schwer an, war das? Oder sind das VIP-Gäste? Sieht man das zufällig? Oh, 4 Sterne. Na, das sieht gut aus. Also würde ich aber sagen, so ein bisschen die Grundlagen haben wir jetzt schon mal rausgefunden. Damit würde ich, denke ich mal, die erste Folge beenden. Bin gespannt, ob ihr mehr davon sehen wollt. Ich würde sagen, wenn ja, beziehungsweise eine Folge gibt es auf jeden Fall. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir mal in unser eigenes Restaurant. Ob wir die Kampagne machen oder Sandbox, schauen wir mal. Aber ich glaube, wir gehen direkt in die Kampagne rein. Und wie gesagt, lasst mir gerne einen Kommentar da, wie ihr das Spiel findet, ob es euch interessiert. Gebt immer Feedback und wie gesagt, alles andere findet ihr in der Videobeschreibung. Euch jetzt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.